Etwas in mir innen sagt, hab dein geschützte, überschaubare Gärtli. Genieß das Leben, trink ein Bierli und träum von deinen nächsten Ferien. Bis nett und wink deinem Nachbarn zu. Aber da ist etwas in mir innen, das sagt, ich will ausbrechen. Ich will für etwas Grösseres leben. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus wie ein Adler ist. Und ein Aspekt des Adlers ist, er ist angriffig, wild und gefährlich. Lassen wir diesen Adler in unser Lebensgärtchen hineinfliegen. Das Jahr vom Adler. Flieg! Guten Morgen miteinander. Seid ihr parat für den Adler? Lassen wir den Adler rein in unser Leben. Du siehst hier unseren Adler. Das ist alles andere als ein nettes Kanarienvögel. Vielleicht denkst du aber, hä, Adler und Kille und Christsein, eben gleich das Christsein nicht eher so an einem, oder würde nicht eher so ein Pinguin dazu passen oder ein Papagei zu den Christen, aber ein Adler. Und dazu noch so ein angriffiger Adler. Ich werde dich mit Ihnen nehmen, in diesem Jahr immer wieder in das Bild vom Adler. Und ich werde dir zuerst schon gerade so als Einstieg von diesem Jahr einen theologischen Hintergrund geben von diesem Adler. Und zwar müssen wir da einen Moment ausholen. Und zwar befinden wir uns im Jahr ungefähr 580 vor Christus in Babylonien. Und da ist der junge Mann, der Prophet Hesekiel. Und er hat eine Vision, oder bekommt eine Vision von Gott, und da steht Folgendes. Jedes Wesen hatte vorn ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Wenn die vier lebendigen Wesen sich bewegten, bewegten sich auch die Räder. Und wenn sie sich von der Erde erhoben, dann erhoben sich auch die Räder. Du lesest das und kommst nicht raus. Du denkst, was um alles in der Welt mache ich am sonnigen Morgen mit diesen Versen? Bin ich für die aufgestanden? Jawohl, es hat sich gelohnt, dass du heute hergekommen bist. Wenn du um den Hintergrund weißt, um was es geht, ist das Ganze sehr einfach, sehr klar und sehr logisch. Der Hesekiel hat in dieser Zeit gelebt, wo man davon ausgegangen ist, dass die ganze Erde, so wie ein logisch eine Kruste ist, wo die Menschen drauf leben, rundum ist alles Wasser, da gibt es verschiedene Götter, und da gibt es vor allem vier Götter mit vier verschiedenen Richtungen. Und das haben wir jetzt gelesen. Es gibt den Adlergott, es gibt den Menschengott, es gibt den Löwengott und es gibt den Stiergott. Also vier Götter, vier Richtungen, vier Himmelsrichtungen. Wikipedia hat immer etwas Gutes dazu zu sagen. Sie hat es so geschrieben. Dort symbolisieren die vier Gestalten die vier männlichen Planetengötter. Der Stier stand für den babylonischen Stadtgott, der Löwe für den Kriegs- und Unterweltgott, der Adler für den Windgott und der Mensch den Gott der Weisheit. Also wir sehen hier die vier Götter. Und die vier Götter haben sozusagen die ganze Welt zusammengehalten. Wenn die vier Götter aufgestanden sind, ist die Welt auch wie aufgestanden. Wenn sie abgesessen sind, ist auch wie die Welt abgesessen. Wenn sie gehustet haben, hat es ein Erdbeben gegeben. Das war so ihr Verständnis. Und von dem ergreift Gott hier ein Bild auf aus der, Kult, aus der damaligen religiösen Kultur. Und der Hesekiel hat das sofort gecheckt, dass Gott jetzt sagt, nein, ich der Gott, ich der lebendige Gott, ich bin der Gott Löwe. Ich bin der Gott Stier, ich bin der Gott Mensch und ich bin der Gott Adler. Ich bitte es. Und der Hesekiel das Bild voll kennt, er fällt auf Knie und betet Gott an und staunt darüber, wie facettenreich aber der Gott im Himmel ist. Und ein Punkt, aber ein Aspekt von dem Charakter von Gott ist, er ist der Adler.
Und lass am Anfang von dem Jahr den Adler gesehen. Und der Adler symbolisiert ja nichts anderes als Jesus. Oder Jesus symbolisiert den Adler. Also es geht um Jesus, um den Jesus, der das Zentralste ist von unserem Leben und von unserer Kirche. Er ist der Jesus, der alles ausmacht. Also Jesus hat die vier Bilder vom Gott Mensch, vom Adler, vom Stier und vom Löwe. Und jetzt in diesem Jahr, in dieser Serie, heute geht es um den Adler. Wenn du jetzt auf Google gehst und den Begriff Jesus eingibst und auf Bilder gehst, dann kommen Zehntausende von Bildern von diesem Jesus. Und wenn du die Bilder anschaust, von diesem Jesus, von diesem Google-Jesus, dann denkst du gleich mal, also der Jesus, der Google-Jesus, der ist so nett. Der tritt auf keine Ameisen. Der ist so zahnlos. Der ist so harmlos. Der ist so herzig. Der ist so sweet, so süß, dass du schon nur beim im Anschauen Karies bekommst. Der Jesus, der Google-Jesus, wenn du dir das so probierst vorzustellen, der küsst, der umarmt jeden Baum. Der küsst alle Babys. Und am Abend trinkt das Kamillentee. Und er ist einfach so nett. Er kommt mit allen auch gut aus. Er tritt niemandem auf die Füße, kommt niemandem zu nach. Er lächelt immer. Und er strahlt sich durchs Leben wie ein Atomkraftwerk. Der Google-Jesus ist ja so bedeutungslos, weil das, was er sagt, das wissen eh schon alle. Seid nett und lieb miteinander. Fahrt nicht bei Rot über die Straße. Oder lauft nicht bei Rot über die Straße. Zahlt die Rechnungen pünktlich. Und haltet euch bitte an den Waschplan in der Wäschküche. So wichtig ist das Leben. Das ist der Google-Jesus. Und wir können uns die Frage stellen, woher kommt das Bild? Woher der harmlose, Weichspüler, kindergartig tauglich Jesus? Kann es sein, dass Google irgendwie eine Kampagne gestartet hat, um den Jesus möglichst niedlich darzustellen, so eine Verniedlichungskampagne? Der Hintergrund ist sicher nicht das Google. Ich denke, es hat mit uns Christen zu tun. Wir Christen, die im Laufe dieser Jahre und Jahrhunderte eigentlich so zahnlos geworden sind. So nett geworden sind. Wir Christen, die eigentlich hätten so eine Revolution starten. Wir sind so bürgerlich geworden. Wir sind so bünzli geworden. Wir sind so zahnlos geworden. Und die Welt denkt, Jesus ist auch so. Also, wir können es auch so ein bisschen zusammenfassen. Wir können das nächste Bild einfach mit einem lieben, netten Gartenzweig. Er lächelt immer. Er ist freundlich. Und er ist einfach glücklich und zufrieden in seinem geschützten Gärtchen. Er regt niemand auf und er ist immer nett. So richtig unser Bünzli-Zwerg. Der Google-Bünzli Jesus ist so weit weg von dem Jesus, der uns das Neue Testament beschreibt. Wir möchten uns in dieser Serie mit dem Adler nicht auf den Google-Jesus einlassen, sondern auf den Jesus von dem Neuen Testament. Und da ist so ziemlich alles anders, als es uns oft vorgemacht wird. Es fängt schon an, eigentlich von ganz am Anfang an, mit dieser süßen Weihnachtsgeschichte von der Maria, die schwanger wird. Es ist für uns so klar, die Maria hat Freudensprünge gemacht, oder? Ja, die Maria hätte ja ganz anders reagieren können. Sie hätte ja am Engel sagen können, Engel, sorry, alles gut und recht, aber mein Bauch, der gehört mir. Weißt du, ich möchte jetzt zuerst einfach mal ein Hochzeitsfest haben.
Und dann werde ich in die Flitterwoche gehen mit meinem Schatz Josef. Könntest du nicht so in 2-3 Jahren nochmal kommen? Weißt du, so für meine Lebensplanung, es ist noch ein bisschen zu früh. Ja, es hätte doch so reagieren können. Der Josef, als er das gehört hat, die Bibel sagt uns, er hat sie heimlich verlassen. Es hat eine mega Beziehungskrise ausgelöst. In der damaligen Zeit war es etwas am Schlimmsten, wenn eine Frau auf die Art und Weise vor ihrer Hochzeit schwanger wird. Die Maria war in einer lebensbedrohlichen Situation. Und das Ganze geht weiter. Und dann kommt noch die Volkszählung, oder? Die doofe Volkszählung. Also wenn ich der Josef wäre, also Gott, also jetzt wirklich, Gott, ich hätte dir ein bisschen mehr Organisationstalent zugetraut. Also es ist immerhin dein Sohn, der auf die Welt kommt. Da geht ja alles drunter und drüber bei dieser Geburt. Jetzt kommt auch noch die Volkszählung. Hey, die war nicht irgendwo gewesen. Die Volkszählung, die ist, oder vielleicht können wir kurz den Vers noch haben. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Das tönt so nett. Es geht noch weiter, genau. Auch Josef machte sich auf den Weg und begab sich, beachte das wörtlich, hinauf nach Bethlehem. Wir lesen das ja so. Ich habe mal geschaut beim Routenplaner. Das sind 168 Kilometer. Also ungefähr von Zürich hinauf nach Davos. Also ich kann mir es gut vorstellen, so als hochschwangere Frau, so auf dem Esel, oder so 168 Kilometer. Da kannst du wahrscheinlich, du. Hey, du, ich habe mich genervt. Also Gott, jetzt kommt dein Sohn auf die Welt. Hey, da geht alles drunter und drüber bei dieser Geburt. Und dann kommen sie an und noch ein Vers, glaube ich, noch ein Vers. Legt ihn in eine Futterkrippe. Es hat keinen Platz. Logisch, also der nächste Flop, oder? Kommst endlich ab, bist kaputt. Wieder kein Platz. Also, es geht alles drunter und drüber. Es kann nicht mühsamer sein. Mit dieser süßen Weihnachtsgeschichte von Jesus. Aber es geht noch weiter. Der Jesus ist von Anfang an in eine lebensbedrohliche Situation hineingeboren worden. Was ist passiert? Es hat geheißen, der König der Juden wird geboren. Das klingt so, das ist ein wunderbarer, schöner, religiöser Titel, wo du ein wunderbares Worship-Lied machen kannst vom König der Juden. Aber weißt du, was das Problem ist? Der Titel, der König der Juden, der war bereits besetzt. Und zwar vom Herodes dem Grossen, einem römischen Herrscher. Ja, wo der das gehört hat, hat er sich riesig gefreut. Und hat der Messias, der ist in Manor gegangen oder ist in Franz Karl Weber gegangen, hat ein Chuchu-Bändchen gekauft für den Messias, der jetzt wird kommen, der König, der ihn wird absetzen. Super, oder? Als er das gehört hat, war eins klar gewesen, hey, das ist eine Gefahr für mich. Der muss weg, wenn er probiert zu beseitigen. Als er gemerkt hat, den finden sie nicht, hat er die nächste, ja, für sich eine gute Idee gehabt. Sie hat gesagt, lass einfach alle Säuglinge, männlichen Säuglinge in dieser Gegend einfach mal umbringen. Stell dir das mal vor, die Schlachterei. Nein, stell dir das Gescheiter nicht vor. Es eignet sich einfach sehr schlecht für die süßes Krippenspiele, wie alles so schön war. Es ist furchtbar schlimm, das Ganze. Und der Josef und Maria sind dieser ganzen Schlachterei nur entgangen, wo Gott sie gewarnt hat. Und sie sind geflohen nach Ägypten. Sie sind dort einige Jahre weg gewesen. Einige Jahre. Es geht alles drunter und drüber. Und dort leben sie jetzt. Und nach einigen Jahren, der Herodes der Grosse, er ist gestorben. Das Problem war nur, dass seine Söhne noch blutrünstiger und machtgeiler waren als ihr Vater. Sie sind gleich zurückgekommen nach Israel. Und dann kommt ja durch Johannes, der Täufer, der Cousin von Jesus. Er betritt jetzt so wie die Bühne, bevor nachher Jesus selber gekommen ist. Und das ist dort auch noch spannend, beim was wir da sehen. Und zwar hast du das Buch vorher, das letzte Buch vom Alten Testament, das ist das Buch Malachi. Und zwischen dem Buch Malachi und dem Kommen von Jesus
Zwischen der einen Seite sind 400 Jahre dazwischen. Das heisst, 400 Jahre Funkstille. 400 Jahre ist von Gott her nichts Bedeutendes gelaufen. Natürlich waren alle Gottesdienste, alle haben fromm da. Aber aus der Perspektive von Gott war 400 Jahre einfach Funkstille. Und jetzt betritt der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, die Bühne. Und was predigt er? Er predigt, kehrt um zu Gott, das Reich von Gott ist nach. Kommt wieder das Reich von Gott. Und weißt du was? In der damaligen Zeit, das war eine Selbstmordpredigt. Wo das der eine von diesen Herrschern gehört hat, das hat er nicht lange cool gefunden, dass jetzt das neue Reich anbricht. Weil der Antipas, der eine von diesen Herrschern, hat das nicht cool gefunden, ist der Herrscher in dem Gebiet und dann hat er Josef ins Gefängnis führen. Und so in einem Fest hat seine Frau gefunden, so einen geköpften Johannes wäre auch noch cool, das ganze Fest noch ein bisschen aufgeilen. Und sie haben einfach den Köpfnig Johannes auf einem Silbertablett, wie auch immer, präsentiert. Ja, wir lesen das einfach so. Und jetzt lesen wir weiter, dass Jesus das gehört hat. Und was hat Jesus gemacht? Wir lesen, dass er, wo er das gehört hat, ist er umgehend zurückgekommen nach Galiläa. Das heisst, in die Gegend, wo der Johannes der Täufer war. Statt dass er jetzt geflohen wäre und vielleicht zum Hotel Mama gegangen wäre, ein bisschen zurückgezogen hat, bis sich das ganze Leid, ein bisschen schreinert, bis sein Papa. Nein, er ist mit in den Rachen vom Leuten gegangen, was am gefährlichsten war. Und was hat Jesus predigt? Kehrt um. Das Reich von Gott naht. Die nächste Selbstmordpredigt. Also wir sehen eins. Der Jesus, liebe Freunde, der ist so etwas von angriffig. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er geht geradlinig den Weg, den er hat sollen gehen. Für meine Fitness tue ich manchmal ein bisschen zu Berg, so Richtung Valzaina. So Richtung Tritt, egal. Ist so ein, ein wilderer Weg. Aber es geht dort rauf, gibt es einen normalen, für mich schönen Weg. Der Punkt ist nur der, dass ich selten den Weg nehme. Es geht ein bisschen mehr in die Wadel rein, wenn du ein bisschen direkter gehst. Und ich bin jetzt mal wieder hier hochgelaufen und ich habe mir gedacht, Küsse, wieso machst du das eigentlich? Nicht nur jetzt wegen der Fitness, sondern weil es ist alles verwurzelt, der Boden ist uneben, du gehst durch Gebüsch durch. Also der geht kein normaler durch, wo ich durchgehe. Und ich habe eigentlich gemerkt, ein Punkt ist der, ich will meinen Charakter trainieren, dass ich nicht nur den angenehmen Weg gehe, sondern ich will wie meine Widerstandsfähigkeit trainieren und den Weg gehen und gleich immer eine gute Stimmung haben. Ich suche nicht einfach den einfachsten Weg. Ich meine, Jesus ist noch einen ganz anderen Weg gegangen. Der Decker, gut, er ist einfach umgewandert, das hat er seine Fitness gehabt. Aber wir müssen nicht einfach immer nur den bequemsten Weg suchen. Das ist nicht der Weg von dem Jesus. Ich hatte diese Woche Geburtstag. Ich mache jetzt keine Jö und Jä und so. Ich hatte Geburtstag. Ist jetzt unwichtig. Und es hat so viele tolle Geburtstagsgrüße gegeben. Ich bin gerade wieder ein Jahr jünger geworden. Danke vielmals. Aber eine Person, die hat geschrieben, Küsse, ich wünsche dir den Tagesvers Epheser 6 irgendetwas. Und ich bin das hat mich gerade interessiert. Was ist das für ein Vers? Und in diesem Vers Epheser 6, der steht, Ich glaube, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Wow, der Vers, der hat mich gerade angesprungen. Ich habe mich gerade so gesehen. Machen wir das mal zusammen, es ist eine Aufforderung. Stellt mal auf. Die wollen irgendwas. Fotograf, parat. Hey, stellt euch also, überlegt das mal. Wie sieht das aus? Macht mal euch. Hey, come on, hey. Hey, also kämpfen. Du verlierst jede Schlacht. Nein. Stell dich mal einen Schlag. Geht das so ein Kampf? Bitte, hey, also die Hose geht jetzt definitiv. Stell dich einen Schlag. Nein, Mann. Hey, also ich. Also ich.
Okay, ich könnte absitzen. Also, also ich habe mich so gesehen, wie ich wirklich herstehe. Ich will parat sein für den besten Kampf, den es geht für meinen Gott im Himmel. Ich werde dir kurz drei Beispiele anschauen von dem angriffigen Jesus. Einfach so drei kurze Beispiele. Wie hat sich das ausgedrückt, der angriffige, kämpferisch, nicht bünzli Jesus? Kann ich dir erst Vers haben? Wo er sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Ihr Schlangen, ihr Natterbrut, wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Kannst du nochmal einen langen Vers zurückgeben? Also es ist unglaublich scharf und klar, wenn er sagt, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Bleibt ihr das mal? Er sagt, das ist der religiöse Führer. Der steht den Menschen im Weg, dass ich euch selber reinkomme. Und die selber fahren zur Hölle. Boah. Das ist nicht einfach der nette, süß Jesus gewesen. Eine andere Geschichte ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich kann schnell warten. Ist ein Vers? Gibst du mir den nächsten Vers? Nein, ich komme mal zurück. Er sagt, er spricht ihn an mit guter Meister. Er fällt vor ihm auf die Knie. Er sagt, ich habe so gut gelebt, ich habe alles gehalten, was in der Bibel steht, oder? Ich meine, wenn wir dem Typ begegnet wären, wir wären geschmolzen vor dem Typ. Wow, was bist du für ein genialer Christ? Und jetzt, was sagt Jesus dem so hochstehenden Mann? Also, kannst du den nächsten geben? Und dann, nein, jetzt muss ich einen zurück, sorry. Jesus sah ihn voller Liebe an, das ist ganz wichtig. Er sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Katz oder Schatz. Ich glaube, wir müssen das in der nächsten Sonntag zu tun haben. Definitiv. Wer liebt die Rechtschreibung da? Nein. Definitiv. Im Himmel haben. Oh je, Jesus. Ja, wir sind nein, gut. Und dann komm, schnell weiter. Komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Beachte hier, dass Jesus das nicht jedem Vermögenden gesagt hat. Ist auch wichtig. Das hat er ihm gesagt. Wo er gewusst hat, bei diesem Vermögen, das ist sein Problem. Und Jesus, der Adler, er ist so, er hat sich einfach reingestürzt ins Leben von dem Vermögenden, der sein Problem mit dem Geld hatte. Er hat ihm gesagt, was er soll tun. Also Jesus war nicht einfach zimperlich gewesen. Ich wäre nicht so gewesen. Aber Jesus ist ein scharfer, klarer, entschlossener, angriffiger, liebevoller Adler gewesen. Und die letzte Geschichte, das ist kein Vers, glaube ich, einfach die bekannte Geschichte von der Tempelreinigung. Ich finde es auch noch wichtig. Also Jesus hat nicht einfach nur irgendwie wütend und hirnlos einfach das Zeug zusammengeschlagen, sondern er hat auch eine Perspektive aufgezeigt, was soll hergehen. Mein Haus soll ein Betthaus sein. Also er war auch konstruktiv gewesen, nicht einfach nur ein Draufschläger. Und was mir auch speziell gefällt, da ist, im Johannes, gerade in der Geschichte vorher, bevor die Tempelreinigung kommt, ist die Geschichte, wo Jesus am Hochzeit ist, und wie macht. Wo er einfach relax ist und es genießt. Und genau das gefällt mir, das Bild vom romantischen Krieger. Jesus hat wirklich so eine gemütliche Seite gehabt. Einfach so gemütlich. Relax. Und er war wie ein scharfer Adler. Und der Mix, die Ausgewogenheit, das ist das, was mich fasziniert an dem, bei dem Jesus. Also der Jesus war nicht einfach ein Netter gewesen. Der Jesus war sehr direkt und herausfordernd gewesen. Der Jesus hat nicht am Abend gebetet, lieber Gott im Himmel, bitte schenk mir ein überschaubares und bequemes Leben.
Hilf bitte, dass ich mit allen gut auskomme und dass ich am Schluss kann reich und lebenssatt sterben. Amen. Das war nicht das Gebet von Jesus am Bett. Sondern er hat gebetet, Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Und ich will dir nachfolgen. Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Lass mich ein Teil sein von deinem Himmelreich, wo immer mehr soll anbrechen. Der Jesus hat sich selber nicht geschont. Der Jesus hat nicht an erster Stelle von seinem Leben gehabt, dass er eine bequeme Welt hat und einfach gutes Leben kommt. Sondern hat die Sehnsucht gehabt, dass eine Revolution kann gestartet werden kann. Eine Bewegung kann gestartet werden von Menschen, die in direkter Berührung mit dem Gott im Himmel kommen. Und die eine neue Perspektive haben. Und dass die Liebe von dem Gott im Himmel ein Gesicht, Hand und Füße bekommt durch Menschen, die von dem Reich Gottes gepackt sind. Schau, du und ich, wenn wir den Jesus im Herzen haben, dann ist ein Stück Reich Gottes da. Also wenn du durch Jesus in Jesus ins Mikro gehst, dann ist ein Mikro Reich Gottes, ein Stück Reich Gottes. Wenn du in den Zug einsteigst, dann ist durch Jesus ein Stück Reich Gottes in dem Zug durch dich. Und sogar wenn du Windeln wechselst, dann ist Reich Gottes in dem Moment da durch dich. Wo du auch bist, das Reich Gottes bricht durch. Eine neue Dimension soll durchbrechen. Für das hat Jesus alles gegeben. Hat er alles gegeben. Du kannst jetzt auch sagen, ja, was geht mich das alles an? Ich bin doch Christ, ich lebe im 21. Jahrhundert. Was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben zu tun? Ganz einfach, mit dem letzten Vers lesen, einen kurzen Vers. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das heisst, sein Weg ist auch mein Weg. Sein Kampf ist auch mein Kampf. Seine Prioritäten sind auch meine Prioritäten. Seine Werte sind auch meine Werte. Ich will in den Fußstapfen von dem leidenschaftlichen, ungezähmten Jesus laufen. Das will ich. Das werde ich. Vielleicht denkst du, aber Jesus hat doch schon alles für mich wie da. Er hat ja alles für mich da, also muss ich ja nichts mehr machen. Sozusagen, er hat auch alles Risiko auf sich genommen, also muss ich jetzt kein Risiko mehr auf mich nehmen. So im Sinn, er hat ja alles gemacht. Ich kann mich jetzt zurückziehen in meine beschauliche, bequeme Welt. Ich habe noch ein paar Christen, ich habe irgendwo meine Hauskirche und für mich stimmt es so. Gewinn mal so eine Schlacht. Nicht gegen das Nest, nicht gegen das Zusammensein, das brauchen wir. Aber wir sind berufen für etwas Größeres, was Jesus angestoßen hat. Und das geht mit Sicherheit über dich und meinen Garten zu und raus. Der Jesus hat sich selber nicht geschont. Als ich 33 war, 33 war für mich ein spannendes Jahr. Das liegt schon ein, zwei Jahre zurück. Aber ich habe mir gesagt, als ich 33 geworden bin, was jetzt kommt, das ist noch Zugabe. Und mein Jesus ist auch nur 33 geworden. Wir haben es vorhin gelesen, ich will in allem eins werden, wie Jesus. Wie viele Leute sind mir schon begegnet, ich habe gehört, dass irgendjemand gestorben mit 60. Und sie sagen, wie schlimm, wie tragisch. Er hätte schon müssen gehen. So jung, mit 60. Logisch ist es schlimm, wenn einem jemand Liebes wegschreibt. Das ist nicht die Frage. Aber liebe Freunde, ich habe nicht mehr als alles auf 33. Und alles, was jetzt noch ist und kommt, das ist Zugabe. Ich werde eins werden mit dem Jesus. Natürlich gibt es auch die Dimension, wo Gott sagt, ich segne dich mit vielen Jahren. Du kannst Hunderte werden. Das ist auch eine Wahrheit in der Bibel. Und ich weiß nicht, was bei mir dran ist, was bei dir dran ist, aber sind wir offen für die verschiedenen Arten, wie Gott dich führt, wie viele Jahre Gott dir gibt. Aber für mich ist 33, wie gesagt, hey, was jetzt kommt, das ist einfach nur Zugabe. Danke, ich werde für dich leben, Jesus. Wenn du das Jahr 2014 jetzt denkst, hast du einfach so einen Kanarienvögel Jesus in deinem Leben. Ein Pinguin Jesus.
oder der angriffige Adler Jesus. Wenn du mit dem Jesus in das Jahr reingehst, was ist deine Bereitschaft? Bist du entschlossen für den Weg? Wir haben gesehen, Jesus ist nicht einfach ein einfaches Leben gegangen. Und wenn du willst beten, Jesus, bitte schenk mir im 2014 ein angenehmes Jahr. Das ist nicht das seine Fußstapfen von dem Jesus. Was ist deine Erwartung an das Jahr 2014? Sagst du, ja, ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen. Weißt du was? Es wird einfach auf dich zukommen. Und es wird einfach durchgehen. Wie es letztes Jahr war, wird auch das Jahr sein. Hey, du musst gar nicht dafür kämpfen. Das geht einfach so vorbei. Das ist kein Problem. Das passiert einfach. Ich lasse mich einfach ein bisschen durchspülen von dem, was kommt. Ich lasse dich spülen. Meistens spült es einem nicht so in eine coole Richtung. Aber du kannst auch eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich werde mein Kanarienvögel Christi verlassen. Und ich gebe dir heute die Erlaubnis, Jesus, dass du als Adler in mein Leben kannst reinfliegen, in mein Bünzli-Leben kannst reinfliegen. Ich bin auch ein Bünzli. Also du musst vielleicht, ich bin einer. Sage, Jesus, ich tue mein Herz auf in diesem Jahr. Und ich will, dass du als Adler in mein Leben, in mein Gärtchen kannst reinfliegen und du das, was du willst. Auf der einen Seite ist das für einen anderen völlig etwas anderes. Das ist so unterschiedlich. Aber es ist mein Gebet, dass unsere Herzen heute erfasst werden können von dem Jesus. Und ich hätte dir einen Moment Zeit gegeben, einfach, du kannst still sein, kannst kurz beten mit Jesus und dann, wenn wir dir noch ein Lied hören werden, das Abendmahl nehmen. Du hast einen Moment Zeit und überleg dir, was wird Jesus dir sagen im Anfang von dem Jahr 2014 mit dem Bild vom Adler.